Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir Calzone vom Grill. Und ja, wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, dann bleibt einfach dran. Und ja, was brauchen wir alles für unsere Calzone? Pizzateig habe ich schon mal gemacht, verlinke ich. 100 ml passierte Tomaten, eine Frühlingszwiebel, halbe Paprika, ungefähr 100 Gramm Salami, in dem Fall Paprikasalami, halbe Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 150 Gramm geriebenen Käse, Gouda, paar Champignons, Oregano, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Und ja, jetzt werde ich Paprika, Champignons, Salami und Frühlingslauch und die Zwiebeln schneiden. Klein wie möglich, also nicht zu klein, aber sollten feine Würfel sein, weil wir eine kleine Calzone machen wollen. Ja, die Brust ist am besten so zu schneiden. Und dann schneiden wir das in feine Würfel. Alles kommt in eine Schüssel. Wir dann mit dem Käse und der Tomatensauce vermischt, abgeschmeckt und dann gefüllt. So, kommen wir zu der Paprika. Wie gesagt, alles in gleiche kleine Würfel. Jetzt mache ich das gleiche mit der Paprika. So. Und ja, ich mache das jetzt noch fertig und dann machen wir die Champignons, die Zwiebel und dann haben wir alles, eigentlich alles. Und ja, die Frühlingszwiebel einfach halbieren und runterschneiden. So, die Champignons, die werde ich einfach Scheiben schneiden und dann ja das gleiche Spiel, genau solche Würfel wie die Salami. Und ja, die Zwiebel habe ich auch klein geschnitten, ist da drin. Das ist ja keine Kunst. Ich habe schon, glaube ich, viel zu viel gezeigt. Das Video wird ein bisschen zu langweilig. Und jetzt ein paar Blätter Basilikum und die Knoblauchzehe da rein und dann hacke ich das jetzt noch und dann kommt das hier mit rein. Und ja, alles ist drin. Jetzt kommt noch der Käse. Und unsere Tomaten, passierte Tomaten. Oregano habe ich mir überlegt, ein bisschen oben auf die Calzone zu machen. Und jetzt Pfeffer und Salz halt abschmecken. Dabei bedenken, dass der Käse und die Salami schon würzig sind. Und jetzt einmal vermengen und ja. Und ja, hier ist unser Pizzateig. Und jetzt könnte man das im Groß ausrollen und dann mit kleinen Tellern sich die Kreise aufstechen. Aber dann ziehen sie sich wieder zusammen. Deswegen werde ich das anders machen. Ich versuche mit kleinen Kugeln abzuzupfen und dann die einzelnen auszurollen. Nicht zu dünn, aber auch nicht zu dick. Ja, ungefähr, ja, Handfläche. Und jetzt kommt da einfach unsere Füllung, die wir einfach vermischt haben, und somit ist das super praktisch. Ich werde ja, 1,5 Esslöffel reinmachen. Das reicht. Ich hoffe, man kann sehen. Jetzt der Ränder schön anpressen. Und noch zusätzlich, ich hoffe, man kann das sehen, einklappen und nochmal zusammenpressen. Somit, ja, sollte sie eigentlich nicht aufgehen. Vielleicht irgendwo platzt sie auf, aber ist nicht weiter schlimm. Ein bisschen platt machen und gleich kommt da noch Olivenöl. Und ja, das war's eigentlich. Und ja, so sehen unsere Calzone aus. Hier habe ich
Olivenöl drin, ein Pinsel und dann oben drauf. Ab damit. Und zum Schluss werde ich ein bisschen Oregano drauf streuen. Hier ist ein bisschen schlecht. Wenn man das nicht mag, kann man das lassen. Ein bisschen Käse geht auch. Aber ich finde, es passt sehr gut dazu. Und ja, der Grill ist an und wir gehen jetzt damit auf den Grill. Und ja, der Grill war gerade fast bei 300 Grad. Auf Maximum, als Brenner. Und erstmal mache ich das mit dem Blech. Und nach 5 bis 10 Minuten mal schauen, wenn das ein bisschen fester geworden ist, werde ich die Calzone auf den Pizzastein umpacken. Und dann fertig backen. Also, bis gleich. Und ja, nach 7 Minuten schauen die so aus. Und jetzt werde ich die schnell auf den Pizzastein umpacken. Die kleben nicht. Wunderbar. Also dann geben wir den mindestens nochmal 7 Minuten. Und dann werden wir reinschauen. Und ja, nach 15 Minuten bis 20 sehen die so aus. Von unten sind die. Also die sind fertig. Die Farbe, ja, könnte ein bisschen dunkler sein. Aber die sind auf jeden Fall durch. Und ich will die nicht zu hart haben, also hole ich die jetzt raus. Und ja, Leute, lasst uns das probieren. Die ist ein bisschen abgekühlt, aber trotzdem noch heiß. Schön fluffig. Trotzdem noch weich. Und innen drin wahrscheinlich noch richtig heiß. Und ja, Leute, so sieht die von innen aus. Schön aufgegangen, der Teig ist trotzdem noch dünn geblieben. Schmeckt wirklich sehr gut. Man hat kaum Arbeit damit. Alles klein geschnitten, vermischt, rein. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, freut es mich und ich sage bis zum nächsten Mal.